Also, ich sag mal so, es ist Folgendes passiert. OCL hatte gestern Geburtstag, wir haben gefeiert, waren im Ivory Club bei der Wild Obsession, waren im Velvet, in der Vinylbar, haben Styles gemacht, sind durchgedreht, sind schon am Abend davor durchgedreht, im King Kamea. Und jetzt bin ich hier bei Moses, da ist sein Essen, da ist mein Wasser, da ist sein Rosé, da. Und ja, ich weiß, ich sehe wahrscheinlich scheiße aus, deswegen werde ich das jetzt auch mal ein bisschen ändern. Sieht wahrscheinlich auch nicht besser aus. Ja. Egal, auch nicht schlimm. Und wir bereiten jetzt die letzte Sendung bei Planet Raw, die letzte Nachtschicht. Und was ist das Shit morgen? Ja, so sieht es übrigens aus, wenn wir uns auf die letzte Nachtschicht-Sendung vorbereiten. Da ist der Moses. Hier sind die ganzen CDs und wir müssen versuchen, die besten Tracks da rauszuholen. Das ist die Aufgabenstellung. Super. Nur für unsere Hörer! Nur für unsere Hörer! Und nur für unsere Hörer! Yes. Liebe Kollegen, wir sind eine Stunde später immer noch hier und immer noch nicht viel weiter. Ja. Aber wir machen das schon. Gleich mit einer Einsicht anfangen. Ja. Von mir aus schalten wir hier drauf. Was wäre das gewesen? We are what we think. Fitch them im Warm-up. So. Der Ring Crochet-Track ist raus. Hier übrigens nach. Aber gegen meinen Willen übrigens, halt, wenn ich festhalten. Hier, wir haben ja jetzt hier 4:45. Haben es jetzt geschafft, den ersten Stapel dahingehend auszubilden. Und sind gespannt, was jetzt passiert. Jetzt klingt erstmal das Telefon von Frau Luisa Vollmert ruft an. Oh nein. Warum? Ich sag mal so. Wir konnten die Auswahl jetzt eingrenzen. Und jetzt suchen wir das Intro. Und das hier hört sich schon mal verdammt gut an. Ladies and Gentlemen, da sind wir wieder live aus dem Musikzimmer von Moses. Das haben wir bis heute geschafft hier. Das haben wir geschafft, das hier, die drei Flaschen Rosé. Da steht die vierte. Hier ist der Moses. Hier bin ich. Wir lallen schon so ein bisschen. Wir haben aber schon. Also, erstens, speak for yourself. Zweitens, ist es kein José, sondern Äppler. Ah ja, das ist hier der Äppler. Aber der José soll sich auch mal ficken. Aber wirklich. Aber folgendes. Wir haben schon 2 Stunden fast. Jetzt machen wir die 3. Stunde. Da müssen wir das natürlich alles noch überprüfen. Das hier ist der Warm-up-Stapel. Aber guck mal, jetzt müsste eigentlich das Love kommen. Ja. Jetzt kommt das Love. Und wir berichten weiter. Wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist, hier, CD, ich steck's dir da rein. Im Reinstecken bin ich übrigens Profi. Also wenn da irgendjemand Bedarf hat. Let's go! So, wir sind mittlerweile am Start wieder, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft, die 3. Stunde. Crystal La Rock ist auch da. La la la. Ich sag mal so. Und ich will mal sehen, wie einfach. Also ich will die doch sehen, wie die singt, oder? Ich sag mal so. Der Moses telefoniert mit der Katja. Ja. Wir
verbessern gerade die Playlist, schauen. Es ist mittlerweile nicht mehr 13 Uhr, als ich hergekommen bin. Jetzt ist es, wie meine momentane Uhr sagt. Ne? Ich muss auch keine Ahnung so machen, wenn wir 22:45 Uhr. Genau, das ist so machen. Dann ist es vom Wetter abhängig machen. Und das Problem ist folgendes: wir sind betrunken. Den Break haben und sagst, oh, komm mal, Wetter. Und dann darfst du es mitnehmen. Und wenn es irgendwie sowieso sich andeutet, als sei das schwierig, dann machen wir und das raus. Noch größere Problem ist, der Moses hat jetzt das Feuerwasser aus Kroatien ausgepackt. Entschuldigung, ich kann dir einfach nicht zuhören, Katja, weil der Baby mit der Kamera redet. Und das ist schlimm, Alter. Weil ich hab das... Ja, sein Vollautomat. Ich habe jetzt Feuer zwischen meinen Lenden und das Feuerwasser, was ich trinken muss. Das also ist einfach eine Videokamera. Eine hochexplosive Mischung. Ich weiß nicht, ich verstehe mich nicht richtig, das ist wirklich Wahnsinn. Der Moos sagt, die soll herkommen und sich ausziehen. Wow. Na gut. Wir wünschten, sie wären von selbst.